Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge SnowRunner. Ich glaube, das Spiel, das wird mich so brechen. Ich mache momentan gar nichts. Der Motor ist aus und mein Lenkrad wackelt hin und her. Also ihr müsstet das sehen, ehrlich gesagt. Nein, wir wollen nicht neu starten, wir wollen die Verfolgung nicht stoppen. Wir machen weiter. So, die Frage ist nur, wie wir den Wagen jetzt hier am besten wegkriegen. So, ich habe eine Idee. Weiß aber nicht, wie das Ganze gleich funktioniert. Weil da unten ist die Straße, ne? Wir können versuchen, durch den Hügel zu gehen oder durch den Schnee zurück. Ich weiß. Gut, Risiko, Leute. Wir müssen ja sowieso irgendwas müssen wir machen. Ganz, ganz vorsichtig, würde ich sagen. Ganz, ganz vorsichtig. So, Frage ist, können wir wechseln? Ich will die Wände anbringen. Windenpunkt wählen. Da bin ich momentan noch ein bisschen überfragt. Wie mache ich denn das? Wie? Halt. Ganz locker. Bleib ruhig. Bleib gechillt. Moment, wir wechseln mal eben den Truck. Ja. Wieso? Ich will den Truck doch wechseln. Leute, ich will den Truck wechseln. Gut, stell den Motor ab. Jetzt müssen wir überlegen. Tut sich aber nichts. Wo bin ich denn jetzt? Sieht so aus, als hätte ich noch nicht gewechselt, ne? Ne, wir sind immer noch in diesem Redzwani-Teil.
Geht nicht. Okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So, mein Plan war nämlich eigentlich. Okay, momentan haben wir keine andere Möglichkeit. Ich würde aber ja gerne die Wände anbringen. Also ich möchte einen Windenpunkt wählen. Wie kann ich das? Ich glaube, ich muss einen Schritt, ich muss ein bisschen zurück. Ne? Ja, ich will einen Windpunkt wählen. Hallo. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Winde anbringen, Windenpunkt wählen. Ah, endlich, Leute, das hat gedauert, ne? Das hat gedauert. Jetzt will ich hoffen, dass wir den da irgendwo runterkriegen. Hier irgendwie hier runterkriegen. Merkt ihr was? Ich versuche rückwärts zu fahren. Nicht so am Vibrieren und mein Lenkrad nicht so am Vibrieren wäre, hätte ich ja vielleicht sogar noch eine Chance, ne? So, wir lösen mal eben die Wände. Ich hätte nämlich noch eine andere Idee. Ich hätte noch eine andere Idee. Dazu brauchen wir aber, dazu brauchen wir. Zum einen den Allradantrieb. Und dann vielleicht versuchen wir es doch noch mal mit dem Rückwärtsgang. Mach den Motor aus. Motor aus. Mach den Motor aus. Okay. So, lass uns überlegen. Lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Ich habe momentan
Ah, okay. So. Wir gehen mal auf Nachtanken. Die Quelle, nein, die Quelle soll nicht der Chevrolet sein, sondern der Rezpani. Mensch. Weil der Chevrolet ist. Aber den können wir nicht auftanken, das ist ja total bescheuert. So, können wir das vielleicht, wenn wir den Truck wechseln? Nee, weil wir nicht wechseln können. Wir müssen es halt noch mal probieren. Wir haben jetzt den Rückwärtsgang. Keine Chance, absolut keine Chance. Wir kriegen ihn nicht zurück, ne? Wir kriegen ihn halt nicht zurückgedreht. Vorwärts kommen wir aber auch nicht mehr. Vorwärts kommen wir auch nicht weiter. So, das ist nämlich genau der Teil, den ich eigentlich verhindern wollte. Wir haben uns festgefahren. Und wir haben uns so übel festgefahren. Dass wir jetzt hier nur noch alles abreißen, so wie es aussieht. So ein Stückchen bewegt haben wir uns, aber halt wirklich nur ein Stückchen. Und da bringt uns das alles nicht weiter. So, jetzt sitzen wir hier tatsächlich mit drei Wagen im Dreck, Leute. Jetzt sitzen wir hier mit drei Wagen im Dreck. Ja, wisst ihr Bescheid? Was machen wir denn? Ich habe jetzt echt keine andere Möglichkeit, als hier wirklich alles zu versuchen und uns irgendwie rauszuziehen. Ist der Wagen da oben. Wenn wir es irgendwie schaffen sollten, den an die Winde zu kriegen, ja,
Komm, ich möchte den Windenpunkt drehen, nicht drehen. Ich möchte den Windenpunkt gerne wählen. Wir haben keine Windenpunkte. Ich drücke hier X wie so ein Wahnsinniger, aber wir finden nichts. Müssen wir versuchen, näher dran zu kommen, ne? So, das soll reichen, oder? So, Handbremse. Und jetzt versuchen wir das nochmal von hier aus. Bam. Klar. So. Leute, das ist so tödlich. Ich sage ja, das Spiel wird mich schaffen, ne? Wird mich sowas von schaffen. Komm, 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 komm. Nicht nachgeben, nicht nachgeben. Puh, Leute, ich bin so was von im Arsch, von dem klein bisschen. Also lass uns mal eben schauen. Wir gehen noch mal eben in die Map. Müssen mal eben gucken, wo wir hin müssen. Wir sind jetzt hier irgendwo, ne? Tankstelle, für die Tankstelle müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Okay. Genau, das werden wir jetzt nämlich machen. Da will ich die Wände nicht. Wir wollen den Truck wechseln. Es geht nicht. Es geht nicht. Verdammte Hulle. So, einmal den. Nein, den nicht. Aber den vorderen will ich nicht. Oh Leute, das ist so kompliziert. Das ist so kompliziert hiermit. Also, Wender anbringen. Wendenpunkt wählen, den. Und als ne. Nein. Nein, nein, nein. Genau das will ich doch nicht. Ich will die Winde. Ich will die Winde anbringen. Nach da. Und nach da. Und endlich haben wir es.
Ich habe doch jetzt alles drin. Ich habe doch jetzt alles drin, oder nicht? Jetzt heißt's. Den wegzubringen. Jetzt kann er zeigen, wer da drauf hat. Jetzt kann er echt zeigen, wer da drauf hat. Das Problem, glaube ich, was wir jetzt noch kriegen könnten, wenn wir mit dem vorderen stecken bleiben, ne? Wenn wir mit dem vorderen jetzt stecken bleiben, haben wir natürlich keine Winde mehr, mit denen wir den frei, den wir den wieder frei kriegen. Aber ich glaube tatsächlich, Lieferung zum Camp, ja, haben wir doch hier. Oder muss der andere da drin stehen? Yes, Leute. Ihr glaubt ja nicht, was das für eine Strapaze war. So, wir haben... Prozent in Alaska, 9% in Michigan. Ich würde auch sagen, dass wir in Michigan weitermachen. Ne? Ich würde fast sagen, dass wir wirklich in Michigan weitermachen. Aber erstmal werden wir tanken. Tanken. Meine Herren. Und das war es ja schon fast wieder, ne? Außer wir werden natürlich jetzt wieder ein bisschen in das Lied rein. Komm schon, gib doch mal ein bisschen. Wir haben noch ein Problem, ne? Ich glaube, wir haben noch was zu erledigen. Bevor wir auf die andere Karte wieder zurückgehen und uns da dann ein paar Aufträge schnappen.
denn irgendwo da hinten steht, glaube ich, auch noch der andere Wagen. Den müssen wir ja auch noch irgendwie frei kriegen. Ich meine, notfalls müssen wir bergen. Da steht er doch. Na, bleibst stehen, bleib stehen. Es gibt so einen Moment, wo das alles nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, ne? Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen näher ran. Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier ein bisschen näher ran. So. Auf ein neues Winde anbringen. Ja, aber wieso macht er das nicht? Ich drücke X wie verrückt, Leute. Das sieht okay aus. Jetzt holen wir den nämlich da erstmal raus. Soll es gewesen sein, ne? Und damit müssten wir auch wieder zurück ins Lager kommen, denke ich mal eben. So, lass mal hier einmal Motor ausmachen. Motor aus. So. Wir wechseln den Truck. Hat noch 58 Liter. Allrad. Also das ist echt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, wenn ich nämlich mit Tastatur und Lenkrad, dann scheinen sich die Tasten teilweise so ein bisschen zu beißen und dann dauert das halt ein bisschen, wisst ihr, was ich sagen will? Bis die greifen, genau. So, wir fahren geradeaus. Bringen erstmal den Scout zurück in die Werkstatt, würde ich sagen. Ja, verdammt. Geht gar nicht, ne? Geht gar nicht. Einen von beiden müssen wir bergen oder wir bringen ihn ja gleich mit der Wende hin. Weil ich kann ja jetzt nicht zurück in den anderen wechseln. Okay. Nee, das geht nicht. Also haben wir nur eine Möglichkeit. Also haben wir echt nur die Möglichkeit, den
einen mit dem anderen zu ziehen, ne? So, nächster Versuch, Fahrzeugwechsel. Vorsichtig im Schnee, das wissen wir ja mittlerweile. Da ist er nicht so ganz schneefest. Also, und jetzt aber probieren wir es nochmal mit der Wende. Leute, ich drücke hier wie so ein Bekloppter, ja. Ich drücke hier echt wie doof, aber es lässt sich nichts auswählen. Also so geht's, wenn ich das normalerweise mit der schnellen Winde mache. Aber wenn ich versuche über die Funktion... Ah, jetzt geht er wieder. Jetzt geht er wieder. Okay, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt. Nützt alles nichts. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir wieder in die Werkstatt kommen. Bringen die Wagen in die Werkstatt. Und mich in eine Klapse. Und mich echt. Das ist so wahnsinnig, das Spiel. Jetzt haben wir hinten nochmal den Motor angeschaltet. Halt in der Hoffnung, dass es da einfacher geht. Der kommt aber noch ganz gut weg, sogar ohne Lastengang. Und eine gute Sache, die einzig gute Sache, der Sprit ist kostenlos, Leute. Von daher nutzen wir das natürlich aus. Hallo? Kann ich... Muss ich erst die Winde lösen, um tanken zu können, tatsächlich? Das ist ja auch merkwürdig. Das ist ja auch merkwürdig, muss ich sagen.
Und hier können wir auch wieder keine Winder anbringen. Da muss ich wahrscheinlich erstmal hier wieder raus, ne? Manche Sachen muss man nicht verstehen, oder? Also. Es ist das Gleiche. Zum verabredet werden. Es dauert also wirklich Ewigkeiten, bis er hier reagiert. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Matsche als Schnee. Komm, geh da rein. Also wenn wir gleich hier raus sind, schalte ich den Lastengang auch wieder aus. Also ich glaube, zur Werkstatt geht es da unten irgendwo links. Ne? Zur Werkstatt geht es. Ach du Scheiße. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Warte mal, wir machen das so, wir fahren nach hier, dann fahren wir, glaube ich, rechts und dann zurück zur Werkstatt. Und hier nicht an dem Eisding entlang. So, hier vorne gleich rechts und dann am Logistikzentrum vorbei. Richtig? Rechts. Okay. Durchs Eis fahren wir nicht. Wir versuchen hier wirklich am Logistikzentrum vorbeizufahren und dann zur Werkstatt zurück, dass wir alles wieder da haben. So, für die Langzeitspieler unter euch oder diejenigen, die es schon lange spielen, bin ich gerade dabei, hier Zeit zu verschwenden. Wäre es vielleicht auch möglich gewesen, die kostenlos zu bergen? Ich weiß es nämlich nicht. Das ist halt das Ding, weswegen ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Okay, ich kann bergen, ja, ist mir klar. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn wir das Stückchen bis da geschafft haben, ne? Dann ist uns doch schon
wieder richtig geholfen. Also, wir versuchen. Nein. Das ist verrückt. Das ist so verrückt. Er zeigt mir den anderen aber auch nicht an, ne? Er ist da wohl am Pumpen zwischen den dreien da. Okay, jetzt haben wir ihn. Ist manchmal echt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man die... Oh, ich kriege echt die Krise. Ich kriege hier noch die Krise mit dem Spiel. So, den hinteren Wendepunkt wollen wir haben. Den wollen wir haben. Das bringt uns momentan echt nie weiter. Wie hängen wir denn hier drin? Okay, Plan B. Plan B. Stückchen hinter uns haben. Wenn wir dieses Stückchen erstmal hinter uns kriegen, ist ja nicht mehr weit bis da vorne, ne? Allzu weit ist es ja bis da nicht mehr. Also, und wenn wir jetzt hier nach links fahren, dann sollten wir ja da hinkommen, ne? Ich bin so am Verzweifeln hier gerade. Das glaubt ihr nicht. Nicht zu vergessen, jetzt haben wir hier auch noch Glatteis. Aber zumindest fährt er. Und den anderen Scout, den werden wir einfach bergen und dann ist gut. Also hier Logistikzentrum. Haben wir da noch irgendwas stehen? Lass mal eben schauen. Da gucken wir einmal kurz in die Map.
Das sind Aufträge, ne? Komm, den Auftrag, den holen wir uns. Zumindest schon mal. Würde ich sagen. Was wir haben, das haben wir. Container im Fluss. Ja, nehmen wir an, klar. Schade, dass wir nicht zugreifen können auf Trucks, die halt irgendwo Uhre auf. Guck mal, wie der Schlitter ist hier. Ich weiß auch noch nicht, also ob wir auf die Wagen zugreifen können, die sich halt nicht in der Werkstatt befinden. Ansonsten müssten wir ihn halt einlagern oder bergen oder wie auch immer. Aber dann haben wir sie. So, und wo stellen wir uns hin? Da ist schon mal einer von den Hängern, die wir geholt haben. Und Schluss mit lustig. Da sind wir. Und das Ganze hat uns so viel Zeit gekostet, ne? Okay, zumindest haben wir die Aufgabe erledigen können. Und jetzt will ich noch mal eben schauen, wo. Ja. Da müsste er sein, ne? So, Scout 800. Auswählen. Ah, es geht doch. Okay, habe ich wieder was dazugelernt, Leute. Da habe ich wieder was dazugelernt. So, dann ziehen wir uns hier mal so weit wie möglich aus dem Dreck. Ja, dich will ich ja eigentlich gar nicht mehr. Ich habe nur ja schon. Eine Frette. Gucken wir uns das mal von nahen an. Gut eingefahren.
Dann nützt auch die Wende nichts mehr. Da nützt die Wende man gar nichts. Das ist so krass, ja. Das ist echt so mega krass. Problem ist nur, wir hauen uns da ja noch mehr in die Scheiße mit. So, Winde anbringen will ich. Wie wär's denn jetzt mit... dem da? Du bist jetzt immer, wenn du denkst, das geht nicht weiter. Was doch noch immer irgendwie geschafft. Ne? Vorsicht, Klaus. So, dann kriegen wir den Scout auch in die Werkstatt. Und in der nächsten Folge, da werden wir auf jeden Fall wieder die Karte wechseln in die... die erste Map, da haben wir zwar keinen Schnee, aber ich glaube, die ist um einiges leichter, um zu starten. Ne? Zum Eingewöhnen. Und wie gesagt, ich bin mit dem Lenkrad hier unterwegs. Ne? Was eine Folge, Leute. Ich war ja auch schon überlegen, ob wir die nicht wirklich einfach bergen sollen. Aber ich habe mir gedacht, probier's. Wenn wirklich nichts mehr geht, dann bergen wir halt. Aber so. So haben wir es ja noch irgendwie geschafft.
So, liebe Leute, wenn ihr euch halbwegs unterhalten gefühlt habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen bei SnowRunner. Wie gesagt, auf einer anderen Karte. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und langsam kommen wir da hoffentlich auch rein. So, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, liebe Leute. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dann, schönen Abend und ciao, ciao.